Austherapiert, haben Sie das auch schon einmal gehört, womöglich am eigenen Leib erfahren oder bei einem nahen lieben Menschen? Austherapiert, dann ist alles vorbei, keine Hoffnung mehr. Es ist, als ob ein Abgrund sich auftut. Austherapiert, genau das ist heute das Thema in der Reihe Menschen begegnen Jesus. Jesus und die chronisch kranke Frau. Und wir feiern diesen Wohnzimmergottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, du kennst mich. Vielleicht ist das überhaupt kein Thema für mich. Ich bin gesund und stark. Und trotz der Corona-Krise kann ich zuversichtlich in die Zukunft schauen. Ich möchte das nicht einfach selbstverständlich nehmen. Es ist dein Segen. Vielleicht ist es auch etwas anderes, was mich belastet. Keine Krankheit, sondern ein Streit oder tatsächlich die Frage, wie es beruflich weitergehen kann. Oder dann doch eine Krankheit, die mich über Jahre und Jahrzehnte belastet. Herr Jesus Christus, ich vertraue dir. Schenke du mir eine Begegnung mit dir. Amen. Grundlage für unser Thema von der chronisch kranken Frau ist ein Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 21 und 25 bis 34. Dort wird berichtet, eine große Menschenmenge hatte sich wieder um Jesus versammelt. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand konnte ihr helfen. Ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilt. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten seinen Mantel. Dabei dachte sie, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, sie merkte sofort, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Die Blutung hörte auf.
Aber auch Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte: Wer hat mich angefasst? Seine Jünger antworteten: Die Leute bedrängen dich von allen Seiten und du fragst, wer dich angefasst hat. Aber Jesus sah die Frau an, die ihn berührt hatte. Die war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was an ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Jesus sprach zu ihr: Meine Tochter, weil du so voller Vertrauen an mich geglaubt hast, bist du gesund geworden. Geh in Frieden, du bist geheilt. Liebe Freunde, es gibt Menschen, da weiß man nicht, was man dazu sagen soll. Bei denen, da kommt's einfach knüppeldick. Denen gerät das ganze Leben wie unter einen Schatten eine schwere, unerträgliche Last. Und irgendwie können die sich anstrengen und bemühen, kämpfen und kämpfen, aber es hört nie auf. Immer wieder ein Rückschlag, immer wieder ein neues Unglück. Das ganze Leben wie unter einem ewigen negativen Vorzeichen. Und alles, was ihr Leben ausmacht, alles konzentriert sich auf diese Sache, auf dieses Unrecht, auf diese Krankheit. Von morgens bis abends immer nur dieses eine. Und die Sehnsucht, das endlich loszuwerden, da endlich rauszukommen. So ging es dieser Frau, von der wir gerade gehört haben. 12 Jahre Blutungen. Nicht normal, nicht regelmäßig, wie es sein sollte, durcheinander und nicht zu stoppen. Krämpfe und Schmerzen dabei womöglich. Und alles Sinnen und Trachten, wie kann ich das endlich loswerden? Ein Vermögen für die Ärzte ausgegeben. Aber es wurde immer nur noch schlimmer. Wirklich, es gibt Menschen, da weiß man nicht, was man sagen soll. Und sie verunsichern dich. Da fängst du an auszuweichen. Die Frau, wenn die auf der Straße auftaucht, da wechselt mancher schnell auf die andere Straßenseite oder verschwindet im Hauseingang. Was soll ich auch sagen zu ihr? Oder wenn man denn doch einen Besuch macht, irgendwann ertrage ich das nicht mehr. Immer das gleiche Thema, immer wieder die gleiche Krankengeschichte. Wer hält das denn aus auf Dauer? Wirklich, kein böser Wille, aber da wirst du ja selber noch ganz depressiv zum Schluss. Krankheit macht einsam. Wenn es wieder besser wird, wenn man richtig gehend dabei zuschauen kann, wie sich einer wieder erholt, ja, dann macht Krankenbesuch Freude, aber so austherapiert, hoffnungslos. Wirklich, Krankheit macht einsam. Diese Frau allemal. Während ihrer Periode, da waren Frauen damals eh kultisch unrein. Durften, wenn sie ihre Tage hatten, nicht mehr unter die Leute. Bei dieser Frau, wo die Blutungen nie richtig aufhörten, wer es wusste, mied deswegen grundsätzlich allen Kontakt. Manche hätten sie am liebsten weggesperrt, in eine geschlossene Anstalt sozusagen. Der Lebenskreis dieser Frau wurde immer enger. Alles, aber auch wirklich alles dreht sich nur noch um die Krankheit. Und in ihr einzig der Wunsch, die Sehnsucht, endlich wieder gesund. Von morgens bis abends die Überlegungen, was muss ich tun dafür? Was könnte ich vielleicht auch noch versuchen? Wie gesagt, alle Gedanken in ihr über die Krankheit und von außen auch. Jeder sah in ihr nur noch die blutflüssige Frau. Etwas anderes war sie ja gar nicht mehr für die Leute. Und jetzt kommt Jesus und mit ihm kommt Hoffnung. Sie hat einiges schon vom Mann aus Nazareth gehört, von seiner Botschaft. Aber das interessiert sie zunächst gar nicht. Sie ist fasziniert, elektrisiert von einer einzigen Sache. Das hat sie auch gehört. Er heilt kranke Menschen. Und für die Frau ist klar, da muss ich hin. Den muss ich sehen. Ein Hoffnungsschimmer, ein Strohhalm, vielleicht die Chance, dass es diesmal klappt. Dass diesmal endlich Schluss ist mit den Enttäuschungen, mit den Rückschlägen. Freilich, gleichzeitig dann immer auf das andere. Sie ist Expertin geworden, was Frauenleiden betrifft.
Da kann sie mittlerweile jeden Arzt in die Tasche stecken. Eigentlich kann sie sich die Chancen ausrechnen. Groß sind sie nicht. Und da macht ihr auch keiner was vor, so einfach beruhigen mit dem Motto, irgendwann wird's schon wieder besser werden. Nee, nee, so locker ist das nicht bei ihr. Die Leute haben doch keine Ahnung, das ist schon etwas ganz Besonderes, Einzigartiges, was sie da hat. Diese Krankheit, eine solche Last, die hat sonst keiner. Und merken Sie es, liebe Freunde, so schrecklich das ist mit so einer Krankheit. Auf einmal ist die Frage dann eben auch, was will ich denn tun mit meiner Krankheit, meiner Last? Will ich mich überhaupt einlassen damit auf Jesus? Will ich das, was mein ganzes Leben bestimmt, was mir sozusagen zum Lebensinhalt geworden ist, will ich das denn auch wirklich loslassen, an Jesus abgeben? So ganz offen und sichtbar vor allen Leuten? Jesus, mein Leben in seine Hand? Die Frau ist hin und her gerissen und so macht sie es heimlich. Sie drängt sich von hinten an, einfach nur berühren, vielleicht hilft's ja. Und wenn nicht, dann habe ich's wenigstens versucht. Ich habe wenigstens gebetet, hab Gott eine Chance gegeben. Eben, was probiert man nicht alles? Aber jetzt passieren zwei Dinge und das ist ganz typisch, wenn man sich auf Jesus einlässt. Erstens, wer sich auf Jesus einlässt, der merkt, was für eine Kraft von ihm ausgeht. Bei Jesus ist Kraft zum Leben, bei Jesus ist Orientierung, da ist ein Halt, da bekommst du eine Richtung ins Leben, Ausdauer, Hoffnung. Wirklich, wer sich auf Jesus einlässt, das ist nicht nur so eine Art Gedankenspiel. Hinter ihm, hinter seinem Wort, da ist Gott selber, da begegnet Gottes Geist und der beginnt zu wirken. Und das hat Auswirkungen. Die Frau merkt es sofort, die Blutung hat aufgehört. Manchmal verschlägt es einem richtig gehenden Atem, wie das ist, wenn ich mich auf Jesus einlasse und er handelt. Das ist das Erste. Und dann zweitens, das mit Jesus, das geht nie so auf Distanz. Mit Jesus, das wird nah, ganz persönlich. Jesus merkt, wenn du kommst. Er merkt ganz genau, wenn ich komme mit meinem Leben, mit meiner Krankheit, mit meiner Schuld, meiner verfahrenen Existenz. Für ihn kommt nie bloß ein Fall, den man halt löst, nie nur ein Problem, das man halt aus professioneller Distanz aus der Welt schafft und dann gut. Für Jesus kommt jedes Mal ein Mensch, nachdem er sich ja schon längst gesehnt hat. Da kommt nicht bloß eine Nummer, nicht bloß eine interessante Krankengeschichte. Da kommt nie bloß jemand, der reduziert ist auf seine Diagnose. Der Blinddarm von 211 läutet schon wieder. Für Jesus kommt immer jemand, den er liebt. Wer zu Jesus kommt, ihm in die Augen schaut, da merkst du, ich bin kein gynäkologisches Problem bloß. Ich bin ein geliebter Mensch. Und die ganze Sehnsucht von Jesus ist es, mein Leben wieder heil zu machen. Ganz. Nicht nur medizinisch, alles. Und sein Angebot, seine Sehnsucht, seine Bitte ist, vertrau dich mir an, glaub an mich, dann kann ich's tun. Dann kann ich nicht nur dein Gesundheitsproblem lösen, dann kann ich heil machen, alles. Verstehen wir, was da jetzt abgeht zwischen Jesus und dieser Frau, ohne Worte, beziehungsweise das Eigentliche passiert hinter den Worten? Die Frage ist, schafft die Frau es zu glauben? Und Glauben heißt, sich Jesus ganz anvertrauen. Schaffen wir das denn? Schaffen wir es, können, wollen wir es, unser ganzes Leben Jesus anvertrauen? Das Loslassen, ihm abgeben, was mir so zu schaffen macht? Oft fragt Jesus das ausdrücklich in solchen Fällen, was willst du, dass ich tun soll? Wollen wir unsere Last abgeben an Jesus, unsere Krankengeschichte? Unsere Enttäuschungen, Verletzungen, unseren Groll, erlittenes Unrecht, das Unrecht, das ich anderen getan habe, wo ich andere verletzt habe, das alles offenlegen und abgeben an Jesus. Und Jesus, schau dich an, voller Liebe, lass dich ein auf mich, vertrau mir's an, glaube an mich. Jesus, schau die Frau an und sie fällt vor ihm nieder.
Alles ist klar, ohne viel Worte. Und Jesus sieht ihren Glauben, geh hin in Frieden, du bist geheilt. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, auch ich kenne diese Sehnsucht nach Gesundheit, dass mein ganzes Leben doch eine neue Ausrichtung bekommt, dass Hoffnung wächst, dass Liebe mein Herz berührt. Ich möchte so gerne heil sein. Und nun habe ich deine Einladung gehört, dass bei dir zu finden ist, was ich ersehne. Aber ich weiß nicht, wie ich Zugang zu dir finde. Darum bitte ich dich, zeig dich mir. Erfülle mein Herz mit deiner Nähe und Macht. Ich möchte mich festhalten lassen von dir. Amen. Und wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An dieser Stelle wieder mein Dank an alle, die mitgeholfen haben, diesen Wohnzimmergottesdienst zu gestalten. Sehr herzlich lade ich zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag ein. Ab 9.45 Uhr wieder über YouTube, dann der 9. Teil unserer Predigtreihe Menschen begegnen Jesus. Thema: Alles für Geld. Jesus und der Systemgewinnler. Am kommenden Sonntag feiern wir auch wieder einen Präsenzgottesdienst ab 10 Uhr im Pfarrgarten in Weiler mit Prädikant Georg Planner aus Nöttingen. Und Ihnen möchte ich den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.